Das nächste Thema, das wir behandeln müssen, ist, wie spricht man einzelne Elemente von einer Matrize an und wie iteriert man eigentlich über die Elemente? Das ist ganz wichtig, wenn man irgendetwas mit den Daten eigentlich machen möchte. Das heißt, wir sind immer noch in unserem Quick Start Tutorial von NumPy und wir sind bereits bei Indexing, Slicing and Iterating. Wenn man über eindimensionale Matrizen spricht, also eine Matrize, die man zwar mit ND-Array oder einer von den anderen NumPy-Methoden erzeugt hat, aber nur eine Dimension hat, dann ist es eigentlich genau das gleiche wie bei Listen. Also hier gibt es ein paar Beispiele, die müssen wir jetzt nicht alles durchkauen. Es ist relativ einfach. Alles kann man mit A, Klammer auf, 2, Klammer zu, kann man das dritte Element ansprechen. Mit das Slicing funktioniert auch genauso. Man kann es genauso wieder umdrehen, die letzten Elemente rausholen und so weiter. Und wenn man iteriert, ist es auch total einfach. Man sagt for i in der Matrize, dann kann man dieses i nutzen und das geht automatisch durch alle Elemente dieser Matrix. Wenn man allerdings multidimensionale Matrizen hat, dann wird es ein bisschen interessanter. Es gibt einen Index pro Achse oder pro Dimension. Und hier wird zum Beispiel Folgendes gemacht. Wir haben eine Matrize, die wurde ein bisschen merkwürdigerweise erzeugt von einer Funktion. Das kann man auch machen. Das ist aber wirklich so ein bisschen schon kompliziertere, fortgeschrittenere Themen. Das können wir jetzt erstmal überspringen. Es geht letztendlich darum, dass die Matrize B zweidimensional ist, mit fünf Elementen mit fünf Zeilen und vier Spalten. Und wenn ich jetzt sage B2,3, dann meine ich in der dritten Zeile, also 0, 1, 2, in dieser Zeile das vierte Element, also 0, 1, 2, 3, das wäre hier genau diese 23. Und genau die wird auch hier ausgedruckt. Ich kann mir auch von den einzelnen Dimensionen auch verschiedene Bereiche ausdrucken lassen. Wenn ich zum Beispiel sage B0 bis 5, dann meine ich eben jede Zeile in der zweiten Spalte. Zweite, weil es ja 0 und 1 ist, ne? Das würde auch bedeuten, dass ich mir jetzt kann man so schlecht hier sehen, diese komplette Spalte letztendlich hier rausziehe. Jede Zeile in der zweiten Spalte. Und das ist letztendlich ein neues Array, ne? Das ist eine neue Matrize, die wiederum eindimensional ist. Und Sie sehen hier bereits, normalerweise bei den Berechnungen geht es darum, sich erstmal die richtige Spalte oder die richtige Zeile rauszuholen und damit dann weiterzuarbeiten. Und das Weiterarbeiten funktioniert genau wie mit einer normalen Liste. Und die kann man auch ganz einfach iterieren und man kann auch über die einzelnen Zeilen iterieren. Die Iterierung funktioniert auch relativ einfach. Das ist hier ein bisschen weiter gezeigt worden. Irgendwo, genau hier. Hier kann man auch ganz schön sehen, das ist wiederum unsere B-Matrize oder was auch immer. Und wenn man so eine Anweisung hier gibt, für Row in B, in der Matrize B, dann wird nicht jedes Element eins nach dem anderen rausgezogen, sondern eine Zeile nach der nächsten rausgezogen. Das heißt, wenn ich über die Zeilen und danach über die Spalten gehen möchte, habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Wenn ich zuerst über die Zeilen, danach über die Spalten gehen möchte, dann kann ich eine verschachtelte Schleife benutzen. Also for Row in B für for i in Row. Und dann kann ich die einzelnen Elemente genauso abklappern. Ich kann aber auch, wenn ich jedes Element einfach einzeln ansprechen möchte, so einfach eins nach dem anderen, dann kann man auch diese Methode oder dieses Feld flat benutzen. In B flat bedeutet, ich habe meine komplette multidimensionale Matrix in eine flache eindimensionale verwandelt. Und damit kann ich jetzt für jeden Elementen einfach so rausziehen. Das verändert B an sich nicht, sondern gibt mir nur die Möglichkeit, über alle Elemente einmal durchzugehen. Eine auch interessante Frage, die man relativ selten benutzt, aber die ich kurz hier ansprechen möchte, ist das sogenannte Reshaping.
Das haben wir hier bereits eigentlich benutzt und gesehen. Be flat ist auch eine Art Reshaping. Reshaping bedeutet, dass man eine Matrize, die eine bestimmte Form hat, sagen wir mal 5 Zeilen und 2 Spalten, irgendwie anders umsortiert. Man kann sie ja entweder kann man sich flach machen, man kann sie auch 5 und 2 zum Beispiel wechseln. Also dass ihr auf einmal statt 5 Zeilen und 2 Spalten 2 Zeilen und 5 Spalten bekommt. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Ravel zum Beispiel benutzt es sowas ähnliches wie Flat, aber es ist eben eine Methode. Und dann kann man Reshape machen, indem man die neue Shape, also die neue Form angibt. Da muss man natürlich aufpassen, dass es zur alten immer noch passt. Also die Multiplikation, das Produkt von den beiden Dimensionen muss immer noch das gleiche sein. Also 3,4 in 6,2 funktioniert, weil beide das Produkt von 12 haben. Aber ich kann nicht eine 3,4 Matrix in eine 3,3 Matrix umwandeln. Das wird nicht funktionieren, denn er wüsste nicht, welche Elemente er dann rauslöschen möchte. Dieses Tutorial hier geht ziemlich weit noch. Und es gibt tatsächlich vieles, was man hier lernen kann. Für unsere Zwecke und dafür, dass man ein Gefühl erstmal bekommt, was NumPy überhaupt ist und wie man es benutzt. Es ist das, was wir hier in den Videos zusammen durchgeschaut haben, mehr als genug. Ich wollte Ihnen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, hier zwei Ziele oder wir hatten hier zwei Lernziele. Einmal NumPy selbst und zweitens, was bedeutet eigentlich Selbstrecherche? Wie ziehe ich die Information aus einem Tutorial heraus? Wenn ich jetzt versucht hätte hier, jede einzelne Zeile mir durchzulesen und ganz genau zu interpretieren, dann komme ich natürlich nicht besonders weit und nicht besonders schnell voran vor allem. Ich konzentriere mich hier auf die Beispiele. Wenn ich das Beispiel verstehe, dann ist ja alles in Ordnung, dann brauche ich auch nicht groß nachlesen. Wenn das Beispiel irgendetwas aber dann nicht ganz stimmt und ich denke, huch, was ist das denn? Die Funktion kenne ich nicht, was macht sie da? Dann habe ich zwei Möglichkeiten oder eigentlich sollte man beides machen. Ich schaue nach, was hier in der Dokumentation drüber steht und ich probiere sie aus. Das heißt, ich kopiere mir den Code hier heraus und kopiere es in Spider rein, um mir eben anzugucken, was ist da, was genau passiert das, was machen wir hier und habe ich sie tatsächlich verstanden, wie sie funktioniert oder eigentlich nicht wirklich. So, damit haben Sie die nötigsten Werkzeuge für NumPy. Dankeschön.